ganz kurz, mal ganz kurz weg. No. Überleg noch, gibt's noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Ja, nur zum Bus, da waren wir jetzt noch nicht weit gekommen, außer dass der Multiplayer nur 4 bis zu 4 Spieler momentan hat. Ja, ich weiß nicht, ob du da... diese 4 Spieler-Slots ist irgendwie, finde ich, Müll. Und besser als gar keinen 16er, ja? Ja, im Endeffekt schon, aber auch nicht geil. Ja, 4 Spieler reicht auf jeden Fall erstmal. Ich habe ja gerade mit Alex gesprochen und Ezio. Ja, was hat eigentlich der letzte Zeit lang gequatscht? Ja. Was? Was hat eigentlich so lange da gequatscht mit denen? Ja, hauptsächlich eigentlich nur über aktuelle Spiele und was man aufnehmen könnte oder wie man Projekte umsetzen kann. Weil wenn du mal so guckst, was willst du denn aktuell an Spielen aufnehmen? Allein wenn du jetzt den Bussimulator am 13. kriegst, den brauchst du ja auch nicht mal mehr aufnehmen. Mafuyo und Sachsennetz Player, Burning Gamers, Nordrhein TV Player und so weiter haben ja alles schon gezeigt. Ja, ich kann es nicht erinnern, ich bin nicht in der Beta-Phase angemeldet, für die Beta-Phase, ich kann es nicht erinnern. Also das ist ja so generell, eigentlich brauchst du da gar nichts mehr dran machen. Und ich weiß auch nicht, ob das so einen großen Spielstand hast wie OMSI. Also ist so meine Meinung. Ja, das gebe ich dir wohl recht. Ich glaube nicht, dass du mit dem Bussimulator 18, werde ich wahrscheinlich keine 10 Stunden Spielspaß dran haben. Oder sagen wir mal, maximal keine 30 Spielstunden Spaß dran haben. Ja, es muss halt irgendwie Karten und sowas da zusätzlich geben. Das Einzige, was du halt machen kannst, du kannst ihn halt erweitern mit diesen Karten. Das ist das Einzige. Das dauert aber wahrscheinlich dann auch erstmal einen Monat, bis da was Effektives bei rumgekommen ist. Wo ich dann auch denke, ja komm, dann wartest du halt einfach noch einen Monat, bevor du das Spiel holst, dann hast du vielleicht schon ein paar Mods und so weiter. Man sieht's ja, wann irgendwo geile Mods bei rauskommen. Das sieht man ja. Aber ich bin aktuell echt am Grübeln, ob ich mir das Spiel wirklich zum Release holen soll. So, wieder da. Uhu. Weil ich weiß halt nicht, ob das mein Vario ist voll. Ob das wirklich so die Porno-Sache werden wird. Ja, das Spiel ist vielleicht grundsätzlich nicht gut, dass das jetzt in der Alpha-Phase wirklich schon so Sync läuft. Da kannst kein anderes Spieler nach Erscheinung nicht mal mitrechnen. Auch nach mehreren Jahren Spielplatten nicht mitrechnen. Aber ob mich das, sag ich mal, wirklich so catchen wird, glaube ich nicht. Ich glaube, da bleibe ich lieber noch ein halbes Jahr oder ein Jahr bei OMSI, bis wirklich... Achso, wir müssen eh noch anderthalb Monate warten, bis der Bass rauskommt. Also ist dann die Frage, ob sich das bis dahin auch lohnt, in einem Monat für diesen Bus-Simulator zu zocken. Ja. Das nächste, was ist, ne? Allein, ob es sich, sag ich mal, für uns privat lohnt, den zu spielen, glaube ich nicht. Also ist meine Meinung aktuell. Das Ding ist vielleicht nicht schlecht, aber irgendwie so meine Meinung ist halt eher so, ich glaube, das rentiert sich halt nicht. Weil aufnehmen und so weiter braucht es grundsätzlich nicht mehr. Projekt starten ist Alex, sag ich mal, dafür. Er wird mitmachen. Ja. Schwimmt. Warte, mein Schlepper schwimmt. Sekunde. Ja. Aber überleg mal, wir krüppeln jetzt seit einem Monat, sag ich mal, mit LS und OMSI rum. Ich weiß auch aktuell nicht, was ich neu machen kann. Nee. Tutorials, was willst du an Tutorials machen? Ja, Alex und ich haben überlegt, ob wir sich mal, sag ich mal, unseren Teamspeak und, sag ich mal, unseren Patch... Kannst du eben kurz warten? Moment. Ja. Maurice muss sich jetzt erst ein Bier öffnen. Marco? Marc? Ja. Doch, jetzt wieder. Sollte ich jetzt gerade irgendwas fragen? Ich quatsch weiter und du denkst nach. Ja, nee. Man spielt immer wieder ETS 2. Ich erstmal nicht. Eigentlich nur zu Konvois. Wenn Alex wieder Konvois. Ich würde Alex fragen, wenn der da ist, aber der hat aktuell sehr Internetschwierigkeiten heute Abend. Meistens kriege ich da eine Woche oder anderthalb Wochen vorher Bescheid drüber. Früher als alle anderen. Meistens. Dann kann ich dich da mal informieren. Ja, das wäre nämlich sehr schön. Weil ich spiele eigentlich so jeden Tag ETS.
Ich fahre aktuell auch noch mal ein bisschen, aber nicht so effektiv, dass sich das wirklich lohnt. Vor allem, weil ich auch sehr wenig DLCs habe. Das ist alles. Ja, du brauchst ja halt schon die DLCs, um auch mal ein bisschen Spaß reinzukommen. Also, meine Meinung ist einfach, das Spiel ist einfach ausgelutscht. Es ist schon seit so vielen Jahren ist das Zeit draußen. Und ja, meine Meinung nach. Ich würde mal sagen, gar nicht, das Ding ist ausgelutscht. Ist halt aktuell nur für uns extrem uninteressant geworden. Das Spiel ist grundsätzlich nicht schlecht. Was? So, jetzt bitte weiter. Das Spiel ist grundsätzlich, sage ich mal, überhaupt nicht schlecht. Auch die ganzen DLCs, die wollen jetzt ja die komplette Standardkarte überarbeiten. Haben sie schon? Nein, haben die noch nicht. Aber teilweise haben sie schon. Ja, so Kleinigkeiten, aber die Standardkarte soll komplett überarbeitet werden. Und es ist halt nur für uns extrem uninteressant. Das Ding kannst du immer noch hervorragend spielen. Es ist halt nur für uns komplett uninteressant. Was mache ich eigentlich? Halt, stopp. Zurücksetzen. Halt, wenn du mal ETS spielst, kannst du mal Bescheid sagen. Dann machst du mit, da können wir ja mal eine Aufnahme machen, wenn du willst. Ja, wenn mir mal Videos fehlen. Wo ich eigentlich, sag ich mal, ich hätte mehr Lust auf Fernbus-Simulator als auf OMSI. Ach, auf ETS aktuell. Ja, wenn ich ehrlich bin, da kann ich dir auch zustimmen, der Meinung. Und ich auch. Wie gesagt, ETS ist so ausgespielt. Viel lieber. Ja, du musst wissen, weil die haben ja jetzt einiges neu gemacht auf der 1.31.0. Ja, die habe ich ja schon gespielt, ich kenne die ja. Ja, also muss ich schon sagen, hat sich einiges geändert. Es hat trotzdem für uns aktuell nicht interessant, deswegen. Ja, ist klar, ein bisschen nerver mit dem LKW. Macht nun mal kaum Spaß. Ja, aber ich hab's ja früher auch effektiv gesucht, tagtäglich. Ja. Bin ich auch jeden Tag meine 2-3 Stündchen für den Betrieb gefahren, wo ich früher noch drin war. MTG, hat da noch Zeit. Ja, überleg mal. Ich war früher bei MTG. Wie heißt mein Busbetrieb jetzt? Abkürzung auch MTG. Passt doch irgendwie. Da warst du überhaupt noch was von den Leuten gehört von der MTG ETS, ja? Dieser Spacken, wie ist der Chef dieser Spacken? Nico? Nee. Nicht Nico. Irgendwie so hieß er auch so ein Spacken da, der Chef da. Das ja. Ist der Beste. Ehrlich, wir als Schüler müssen mehr als alle anderen leisten, ungefähr, hätte ich das Gefühl gehabt. Fand ich natürlich auch geil. Da stand die Party hoch im Kurs. Ja, nicht umsonst ist das gescheitert, weil er einfach scheiße war. Ich weiß, dass die Firma Safe nicht mehr gibt. Ja, das weiß ich auch. Die ist ja danach pleite gegangen. Das habe ich auch noch mitbekommen. Aber das heißt, pleite also. Er hat sie abgegeben. Dann lief sie auch noch ein Jahr relativ gut weiter. Aber danach, ja, halt, irgendwann geben halt Firmen auf. Ist halt normal. Ich glaube halt zeitlichen Gründen. Und dann habe ich komplett den Kontakt verloren. Also ich bin froh, dass ich mit den Leuten nichts mehr am Mut habe, weil alles so Spinner da geredet. Ja, überleg mal, wenn du, wie schnell die Zeit rennt. Ich bin jetzt schon anderthalb Jahre nicht mehr bei Maisstadt. Überleg mal. Stimmt, da bist du ja auch raus. Stimmt, da war ja auch. Überleg mal, das sind auch jetzt schon wieder anderthalb Jahre her. Anderthalb Jahre, WTF? Was war eigentlich mal der Grund dafür, dass da. Bei mir hauptsächlich Zeit und Lust. Okay. Maisstadt, yo. Haltstellen, EF und wie da alle hießen, Karren. LW20 und wie da da ist. HLF, ELW. Ja, genau. Anton war Pol. Ich hab aber noch Kontakt dazu. Zwar nicht mehr richtig jeden Tag, aber ab und zu gibt's auch. Was hast du Kontakt? Funkspiel Maisstadt. Was? Virtueller. Das ist, also, ich spiel für Arme. Nein, ich war da sogar auch mal drin. Wirklich? Ja. Ich hatte ja auch die App auf dem Handy gehabt, hat dann auch gezogen, aber nach einer Zeit war auch die Lust verloren. Das war Leitstellenspiel, du Honk. Stimmt. Das spiel ich auch. Ich spiel meistens Leitstellenspiel. Ah, ist alles gleich im Grün. Also Leitstellenspiel, das Spiel wird immer noch, also Leitstellenspiel wird ja immer noch effektiv und gut weitergemacht, aber. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal neu angefangen.
Ich hab da auch einen riesen Betrieb, aber wenn du da nicht effektiv jeden Tag ein bisschen dran spielst, blickst du da halt, na, ich habe jetzt ein halbes Jahr oder so nicht mehr effektiv gespielt. Dann brauchst du halt wieder deinen Monat, bis du dich eingearbeitet hast mit den ganzen... bin ich auch seit ein Dreivierteljahr nicht mehr drin. Habe ich meinen Account... Ja, ich weiß doch, früher in der Schule, wo wir das mal in der Pause gemacht haben, wo wir noch hier am Handy durften, dann hier einzüchten, dort dies... Und was? Ach ja, das war noch Zeiten. Als ich das da gespielt, da war das ja, sag ich mal, noch so Anfang. Am Ende wurde es ja, sag ich mal, richtig interessant. Ja, ja, klar. Da hat das ja wirklich gedauert. Und ich weiß, ich habe meinen Account oder ich habe mein Passwort so 2 Monate erstmal einem gegeben, der das noch effektiv spielt. Die werden das spielen auch heute noch. Ich sehe es ja immer wieder. Hab dann irgendwann gesagt, ne, hier, da ist Passwort, da ist Mail, meldet euch an, ändert die Mail und dann viel Spaß mit dem Account. Ja. Und dann haben die das, weil, warum sollte ich da alles löschen, wenn der Account halt mega weit war? Ja, das da, weißt du, wie weit du da warst nachher, yeah. Ja. Ja, überleg mal, ich spiele seit 4 Jahren und 3 Monaten P&T. Auch schon. Players, ja. Weil ich habe auch einen Account gehabt. Du bist ja mal alle Wäsche mal die Mails. Also die Accounts, nicht die Mails. Ob die Accounts noch mitgekommen sind, wir so haben so oft Server gewechselt. Ich würde dann nicht unbedingt drauf wetten, dass die noch mitgekommen sind. Aber kannst ja, du ja mal machen. Auch egal. Kannst ja auch du ist mir auch egal, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Habe ich dich als Freund? Ne, safe nicht mehr. Ich habe das so oft aufgeräumt. Da bist du safe ich schon aus. Naja, weil halt, wenn du... Ich habe jetzt einen Firmenwert von 2, ich schwitze die ganze Sache wie blöd, ne? Aber ich kann nicht aussehen und mich noch mehr erkälten. Das fuckt so dermaßen ab, ne? Also ich habe jetzt Fenster auf, es kommt wirklich so ein leichter Windzug, das, also es ist halt so leicht kühl und das ist extrem angenehm. Was spiele ich denn noch nicht? Das Einzige, was ich echt schade finde, ist, was Browser-Game angeht, ist Fernbus-Manager. Fernbus-Manager kenne ich nicht. Nee, das Ding war in der Alpha, da bin ich auf die neue Schule gekommen. Hab das bis um Weihnachten gespielt, dann ist das aufgegangen, um halt weiter dran zu arbeiten, um das besser zu machen, weil das ist halt einfach bedeutend effektiver, wenn du das Spiel einfach 3 Monate ausmachst, den ganzen Kram änderst, der in uns halt aufgefallen ist, weil da waren halt ich würde nicht sagen grobe Sachen drin, aber doch Sachen, die halt geändert werden mussten. Ja. Jetzt ist halt so, dann sollte das Spiel vor 2 Monaten oder 1 Monat wiederkommen. Ja. Es war auch soweit alles safe mit, also Homepage war da. Das Einzige, was aktuell war, halt noch geblockt, dass du dich anmelden kannst. Da stand auch wieder Start der Alpha am, keine Ahnung wann. Ja. Und jetzt ist halt so, wenn du jetzt den Link aufrufst, kriegst du halt ein Plesk. Also was zum Homepage-Bau. Okay. Und das Problem ist, du kommst halt da auch nicht dran. Du kriegst halt aktuell keine Informationen und so. Was ich halt extrem schade finde. Ich habe das Spiel war echt geil. Auch für den Status, wo es aktuell war. Das ist halt schade. Ich muss halt unbedingt mal gucken, ob ich dann nicht noch irgendwo eine Mail habe, wo ich mal hinschreiben kann. Ich würde mich, also mich interessiert das nämlich echt, weil ich habe aktuell ein Browser-Game, was ich spiele und das ist halt für mich eigentlich zu wenig. Naja, ich kenne dich schon mal. Ich habe ja vor diesen LKW-Transport-Sim ja auch noch gespielt, 3 Jahre oder 4. Ja, das weiß ich auch noch, damals, wo du neu warst, hast du mir mal gezeigt, ja. Der ist auch safe im Video auf dem Kanal. Ja, hast du auch, ja, das weiß ich. Genau wie Dragosien und POT. Ja, Dragos, das erste Jahr auf unserem Kanal ist, lol. Ja, weil ich die Kanalinfos davor alle gelöscht habe. Ja, das war doch das Schönste daran. Nein. Mensch, ich habe so viel Arbeit immer reingeschrieben in die Infovideos. Ja, ist genau wie heute, die machen wir in 2 Minuten fertig. Ja. Und das habe ich auch, das ist halt Problem, du hast eine, ich hatte halt so einen Fuhrpark, ich habe eine Woche gearbeitet, effektiv, also wirklich hart, das alles voll, eine ganze Woche, die Alka habe ich nur unterwegs, powern. Dann konntest du das Spiel ein Jahr in Ecke tun und hast immer noch 10 Millionen auf dem Konto gehabt. Plus jeden Monat deinen Lohn abgezogen. Ich würde sagen, ist ein bisschen voll hier, ne? Was? Wo? Warum spulst du denn gerade so effektiv? Achso. Weil Ding hier voll ist. Achso.
150k könnten wir vielleicht gerade zu schaffen. Was, ja, was wolltest du denn kaufen? Weiß ich nicht, aber 150k fand ich ganz angenehm vom Anschauungsobjekt her. Könnten wir mal schaffen. Was soll ich gerade noch sagen? Rising Cities, weißt du noch? Oh ja, das weiß ich noch. Oh je. Mein Account existiert sogar noch und deiner auch. Ich habe davor gar nicht, ich glaube um Weihnachten habe ich da noch mal reingeguckt. Achso, ja, was ich sagen wollte, wegen dem ersten Info-Video oder dem Kanal-Info, was du gelöscht hattest letztens. Ja. Da hast du ja gesagt, unsere Kanalmitteilungen, Simulatoren sind unser Fachgebiet. Ja, wie heißen wir jetzt? Wir zocken Simulatoren. Lol. Was habe ich gesagt? Simulatoren ist unser Fachgebiet. Ja, und? Das ist genannt. Als den Kanal, also vom Namen her. Ja, und? Ja, jetzt heißen wir ja, wir zocken Simulatoren. Also sind wir nicht auf den Namen. Das hätte man eigentlich bleiben müssen, das Video, so halt. Ja, ja, okay. Alles. Ja, das sind die Anekdoten, die wir erlebt haben, ne? Gameplay Tobi ist mir vor kurzem über den Weg geladen. Da wollte ich gerade sagen, und dann ist ja dieser Tobi da noch gewesen. Ich weiß, ich habe letztens bei Harry mal im Stream, hört sich noch genauso scheiße an. Genau, das hat, da habe ich nämlich auch gehört, aber der war auf dem Teamspeak von unserem BBS-Betrieb. Hä? Der saß zwar nur im AFK-Raum, aber ich habe gedacht, alter Vater. Okay. Ja, also ich das letzte Mal war Harry in einem Livestream gesehen von Lego City Undercover. Ja, habe ich auch. Und ich denke, Moment, die Hackfresse so hat sofort gesprochen. Ich denke, dieses Arsch auf Fetze doch irgendwoher. Ja, ich weiß, was aus dem eigentlich geworden ist. Ja, auch irgendwie interessiert, der mit dem Typ eigentlich am Arsch vorbeigeht, aber hat mich schon mal interessiert, was der jetzt macht und. Solange der uns wirklich aktuell in Ruhe lässt, kann der machen, was er will. Eigentlich ja, ne? Wie lange nimmst du noch auf? 10 Minuten. Plus. Ja, dann frei. Weil, lange der mich und den ganzen Krimskrams, den ich hier unterhalte tagtäglich, einfach in Ruhe lässt, kann ich damit hervorragend leben. Dann kann er machen, was er will. Ja. Weil, ich hab's ja nicht unbedingt nötig. Ja, denkst du nicht? Dass ich mich mit ihm unterhalte. Nee, der ist dann so auf den Piss gegangen, damals reicht jetzt. Weißt du, weißt du, ob der noch seinen YouTube-Kanal hat? Ja, hat er. Ja, super. Effektive Videos, einmal pro Monat, an einem Tag 50 Stück und dann hat sich das wieder. Ja, genau, so ist das doch. Ich weiß so nicht, ob... Ich muss mal mit Harry quatschen. Ja, der... ich habe mich letztens auch schon ein paar Mal angeschubst, aber hatte ich keine Zeit immer, wo er mich angeschrieben hatte. Das war ja immer ein blöder Zeitpunkt. Aber Harry gibt's auch, das ist die Hauptsache. Ja, ist gut. Wir müssen mal irgendwie mit Harry quatschen und uns mal wieder Breaking News über ihn holen. Also ja, ist auch schon ewig her, ne? Aber wie lange kennen wir den eigentlich schon? Oh, ein paar Jährchen, ne? Wir haben jetzt 2018, glaube 2013, ne? Ne, Harry ist auch 2014 dazu gekommen. Aber ich kann ihn ja schon ein bisschen eher als du. Ich glaube, auch durch Tobi. Ja, ja. Da habe ich. Ja genau, das war durch Tobi und da habe ich gedacht, das wäre Fricke Frotze, weißt du noch? Da habe ich gedacht, das wäre der Harry. Weil der, weil ich mal in einem Video gesehen, hieß er auch Harry oder hat er sich auch Harry genannt. Und dann habe ich den mal angeschrieben, ich denke, na, bist du so und so, der YouTuber, und ja, sind wir dann ins Gespräch gekommen irgendwie, ne? Nein, es war nicht Fricke Frotze. Wo ich das T-Shirt und die Tasse immer noch von habe. Mit dem hörst du aber aktuell auch nichts. Ja, der hat ja wie 500 Kanäle damals gehabt, nachdem. Ist der jetzt aus der Klapse nicht wieder raus? Ja, ach schon längst. Ja, was weiß ich denn? Also was noch der abgezogen hat. Also YouTube, also was wir ja schon erlebt haben, oder ne, was so die YouTuber zu unserem Zeitpunkt, wo wir damals mal waren, was die so alle abgezogen haben. Der gefrotzte, der Typ, der hat auch nicht mal den Latten abzogen, war aber cool, der Typ. Im Endeffekt schon. Ich weiß noch, sein letztes Video auf dem Hauptkanal, den er da hatte, bevor er die 50 Milliarden anderen Videos da Kanäle da aufgemacht hat. Ja. Das habe ich mir, glaube ich, sogar komplett angeguckt. Ja, wie ich ehrlich bin, ich glaube ich auch damals. Boah, das sind aber auch schon jetzt 3 Jahre her. Ja. Um den Dreh. Ja. Überleg mal, wir sind... Eigentlich, wenn